Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke? Ja. Entschuldigen Sie, ich habe es jetzt nicht, ich habe den Wechsel nicht mitbekommen. Denke ich mir, welcher Mann spricht da? Wer ist denn das jetzt? Ich wollte nur sagen, ich komme aus Schleswig-Holstein, aus Kiel. Wir haben die Bayern gestern geschlagen, insofern kann ich nachvollziehen, dass Sie den Wechsel nicht mitbekommen haben. Nein, falsch. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kleinwächter, was dann Ihre Redezeit verlängert? Der hatte heute, glaube ich, genug Redezeit, aber er darf sich freuen, weil ich werde ihm am Schluss dann auch noch eine kleine Nachhilfestunde mitgeben. Ich weiß, Sie wollen sagen, ich bin über der Zeit, gell? Nein, es gibt eine Zwischenfrage vom Kollegen Bistron. Ja, ich lasse sie zu. Liebe Frau Dr. Launert, vielen, vielen Dank. Sie sind die erste Frau, die eine Frage zulässt. Die drei haben sich das offensichtlich nicht getraut. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Bistron? AfD-Fraktion. Ich möchte der AfD gar keine Antworten geben, wenn ich weiß, was das für Fragen sind. Dankeschön. Dann zusätzlich. Der Kollege Kurt würde gerne eine Frage stellen. Es ist schön, dass Sie das gerne würden, weil das Ihre Redezeit verlängert, Herr Kollege. Herr Kollege Kurt, an sich sind Sie ja noch dran, aber Sie haben jetzt trotzdem das Wort für eine Frage. Ich habe noch 12 Minuten oder was, Herr Präsident, oder? Das sind Sekunden. Auch in Bayern sind es 12 Sekunden. 12 Sekunden. Herr Kollege Frey, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch? Ja. Ja, es gehört zum Parlamentarismus dazu. Und zur Nachhilfe. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage genehmigen. Herr Kollege Dr. Rasch, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Max Straubinger, CSU. Max Straubinger, immer gern. Aber der muss die Maske abnehmen, sonst verstehe ich sein Bein nicht. Wird auch sonst schwierig. Ich kenne die Sprache. Frau Kollegin, Kotting-Uhl, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Beutin? Ja, von mir aus. Ja, ich bin gefragt worden, sorry. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von der AfD? Heute, sonst immer heute nicht, weil die Grünen müssen zu ihrem Parteitag. Erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dr. Lütsch von der Fraktion Linke? Jetzt. Wir haben schon gesagt, die Grünen müssen zum Parteitag und deswegen wollen wir nicht so lange machen. Also. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Glaser? Nein, dies ist meine letzte Rede und da möchte ich von der AfD eher nicht gestört werden. Diese Diskussion Herr Kollege nur als Amthor, Abbruch. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Nein, Kollegen Nein, wir sind jetzt bei irgendwie Plenumsende 4 Uhr und ich, wer jetzt Gender noch vertieft diskutieren will, kann das auf dem Samtsofa in Berlin-Mitte machen, aber wir kümmern uns hier um die wichtigen Themen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Ministerin, erlauben Sie noch ganz fix eine Zwischenfrage der Kollegin der FDP? Ich glaube, ich handle mir jetzt sehr viel Ärger ein, wenn ich das tue, deswegen würde ich sagen, lieber nicht. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Also ich würde sagen, Verschwörungsgeschichten haben wir lange genug gehört. Hier ist heute keine Zeit. Ich biete Ihnen hier kein Podium dafür. Tut mir leid. Wie es auch ihr von der FDP wollt. Herr Kollege, erlauben Sie eine... Gestatten Sie mir den Satz noch zu Ende führen. Sie sind nur über die Zeit, deswegen wollte ich noch die Gelegenheit zu einer Zwischenfrage von Beatrix von Storch. Nee, das braucht es nicht. Also es reicht, wenn ich die im Redebeitrag höre. Ich muss sie nicht noch ein weiteres Mal hören. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch? Ich lasse die mal trotzdem zu, wenn alle Nee schreien. Das finde ich ganz fabelhaft von Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Was schafft mir ja auch Redezeit. Genau. Herr Kollege Henke, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Müller, AfD-Fraktion? Nein, ich glaube, wir sollten jetzt nicht zu viel uns auf die AfD konzentrieren, sondern wir sollen das einfach nutzen für uns, um noch mal klarzumachen, worum es uns geht. Und deswegen möchte ich keine Zwischenfrage zulassen. Bitte um Verständnis. Herr Kollege, haben Damit Sie Lust auf eine Frage von Dr. Spaniel? Nein, Sie haben ihn hab ich nicht. Herausgefordert. Hab ich nicht. Ich werde in diesem, solange ich in diesem Parlament bin, habe ich keine Lust auf Fragen aus diesem Sektor. Kann ich das jetzt zu Protokoll geben? Für immer wahrscheinlich nicht. So,
Herr Kollege Zimmer, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kobe? Nein, in aktuellen Entschuldigung. Es gibt keine Zwischenfragen, Herr Präsident. Gott, dass mir das passiert. Unglaublich. Es ist jetzt ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, dass ich den Präsidenten mal korrigieren durfte. Vielen Dank. Und ich will das an dieser Stelle noch Kollege, mal sagen, dass erlauben Sie eine Zwischenbemerkung oder Zwischenfrage von Kollegen Kleinwächter von der AfD? Ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt. Also nein. Okay. Kollege Scholz, sind Sie offen für eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Fritsch aus der FDP? Ach ja. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Münz von der AfD? Nee, das ist wirklich nicht wertsteigernd. Danke. Kollege Grüe, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Frohnmeier aus der AfD? Nein, die erlaube ich nicht, weil ich da bisher keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema erlebt habe. Zum Schluss, Herr Präsident, meine Damen und Herren, unsere soziale Marktwirtschaft fußt auf dem Prinzip der Wirtschaft. Haben Sie eine Frage? Herr Präsident, Entschuldigung, das ist Ihre Aufgabe. Das Herr Bundesminister, ich weiß nicht, wie das in der Bundesregierung ist, aber im Deutschen Bundestag ist der Präsident derjenige, der Fragen zulässt im Zweifel. Also Sie müssen natürlich auch zulassen, aber da Ihre Redezeit bereits deutlich abgelaufen ist, macht es keinen Sinn, sich unnötig dadurch zu verlängern, dass jetzt eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion gestellt wird. Schade, also kommen Sie bitte zum Ende. Ja, Herr Trittin, dass Sie mit Regeln wenig zu tun haben, leuchtet mir ein. Aber ich bin gehalten, die Geschäftsordnung zu beachten. Herr Minister, kommen Sie bitte zum Schluss. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich respektiere natürlich Ihre Rechte und auch das Recht für Kurzinterventionen. Ich erlaube die Zwischenfrage. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Aus der AfD? Nein, bitte nicht, Herr Präsident. Also, dafür gibt den Wunsch einer Zwischenfrage aus der AfD? Nein, die Debatte hat ein hohes Niveau, das will ich wieder nicht gefährden. Herr Kollege Wiese, der Kollege Hilze würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Die hat keinen Mehrwert, vielen Dank. Herr Kollege Frey, der Kollege Ernst würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Gerne. Herr Kollege Ernst. Ich dachte, der Herr Ernst wollte eine Frage stellen. Er hat doch das Wort dazu. Die kommt schon noch, Herr Frey. Herr Kollege Götze, wir haben eine weitere Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Ja. Ist alles seine Redezeit, alles gut. Wenn Sie nicht zugehört haben. Erlauben Sie eine Zwischenfrage vom AfD-Kollegen? Nein, Zwischenfragen von der AfD braucht wirklich niemand. Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Neu? Sowohl als auch. Nee, der muss sich schon entscheiden. Wir belassen es bei einer Frage. Herr Müller, erlauben Sie eine Zwischenfrage von dem Kollegen Beutin von der Fraktion Die Linke? Also, die Grünen setzen sich so vehement gegen die Zwischenfrage ein. Deswegen bin ich. Ja, wir werden aber auch anständig honoriert und könnten ehrlich Sie gesagt, entscheiden, auf die drei Minuten, Herr Müller? Anliegt, der Kollege hat die Möglichkeit zur Zwischenfrage. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Ullmann? Ach so, ja gut, dann aus der FDP-Fraktion. Sie haben heute schon so viel geredet. Ich rede ja oder nein? Weiter. Nein. Ja, wir können uns ja später unterhalten, Christine. Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage von dem Abgeordneten Klaus Mintrup? Ja. Ist ja unser Partner. Herr Günster, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Hollnagel von der AfD-Fraktion? Nee, darauf verzichte ich gerne. Herr Kollege, ja. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Sarrazin? Aber gerne. Dann ist aber echt aus mit Zwischenfragen. Ja, weil sonst wird es so spät. Lieber Kollege Reinhold,
Bei Ihrer Kritik an unserem Antrag möchte ich doch noch mal versuchen, einen Punkt herauszuarbeiten, auf den Sie meiner Ansicht nach nicht eingehen. Ich soll eine Frage stellen, nicht herausarbeiten, aber ich höre trotzdem zu. Nein, man kann auch eine Meinung äußern, da passe ich schon auf, Herr Kollege. Ich passe leibhaftig auf, dass Ihnen nichts passiert. Frau Kollege, standen Sie eine Zwischenfrage? Ja, sicher. Ich gestatte immer Zwischenfragen. Sogar von Ihnen, insofern. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir als AfD-Abgeordnete hier Zwischenfragen stellen dürfen. Die nur zu gerne verbergen wollen, weil da jemand ist, der Ihre rechtsextremen Neigungen öffentlich machte. Nein, ich möchte. Also erstmal ein Hinweis. Ich kann die Kollegin gar nicht fragen, ob sie eine Frage oder Bemerkung zulässt, weil sie kann einfach meine Frage nicht hören, wenn Sie in dieser Lautstärke hier damit umgehen. So, Sie gehen, lassen diese nicht zu, ja? Ich glaube, die AfD hat hier ausreichend Redezeit. Von mir kriegt sie keine. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nee, ich möchte gerne. Gut, dann gerne. Nein, jetzt haben Sie Nein gesagt, dann bleibt es auch dabei. So. Aus dem Haus. Frau Zollner, Sie sind noch dran, Sie haben noch ein paar Sekunden. Das geht nicht überall. Umso verwunderlicher. Herr Abgeordneter, erlauben Sie zwei Zwischenfragen. Einmal von Herrn Spanier von der AfD-Fraktion und einmal von Frau Skudelny von der FDP-Fraktion. Sie können wählen. Beide, keiner. Ich darf selber aussuchen. Ja, Wahnsinn. Frau Skudelny natürlich, weil sie aus dem Ländle ist. Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Spaniel? Nein, das habe ich noch nie getan. Ich werde es auch in dem Leben nicht mehr tun. So ganz trivial ist das nicht. Ich glaube, da war irgendwie. Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage gesehen, von Herrn Dr. Spaniel? Aber gern. Sekunde. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Dieter Dehm? Der sitzt links. Ach, der Komponist, ja, genau. Aber auch. Herzlichen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Möglichkeit einer Zwischenfrage auch nach Ansichtigwerden meiner Person noch aufrechterhalten haben. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Auf gar keinen Fall. Verwunderliche. Herr Abgeordneter, erlauben Sie zwei Zwischenfragen. Einmal von Herrn Spanier von der AfD-Fraktion und einmal von Frau Skudelny von der FDP-Fraktion. Sie können wählen. Beide, keiner. Ich darf selber aussuchen. Ja, Wahnsinn. Frau Skudelny natürlich, weil sie aus dem Ländle ist. Und ich dachte schon, es liegt an meinem Charme, dass Sie mich gewählt haben. Darf ich Sie noch mal fragen, ob Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Rosentritt, FDP, erlauben? Ach, heute nicht mehr. Jetzt frage ich Sie nicht mehr. Nein, ich denke mal, ich glaube, wir können es heute auch irgendwie dabei belassen, ja? Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Peterka von der AfD-Fraktion? Also ich habe bisher immer alle Zwischenfragen zugelassen. Diesmal möchte ich es nicht tun, weil ich glaube, dass die Debatte gerade ein so hohes Niveau erreicht hat und kurz vor dem Abschluss steht. Insofern können wir das gerne beim nächsten Mal klären. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.